gibt denn da dran? Nein, 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 nein. Ach Gott, es war eine Mine. Ich guck noch, was tippt denn da dran und mach's dann an. Und wir haben nicht gespeichert. Oh nein, ich hasse es. Ich hasse es, ich hasse es. Nochmal ganz von vorne. Na gut, das letzte Mal waren wir gar nicht hier drin. Guck mal hier mal. Das ist eine Bombe. Und mein Explosive Skill ist nicht hoch genug, um die zu entschärfen. Das knacken wir mal. Also wenn es mir gelingt. Ach, hallo. What is it now, sir? Jede Menge Erste-Hilfe-Zeug. Bloodpack lassen wir da. Der setzt sich wahrscheinlich ganz... This is Butcher of the Burke ah. Company, Riley's Rangers. We're in danger and need help. Ammunition supply is running out and we've lost a man. We're pinned on the roof of the Statesman Hotel by super mutants. If assistance is not possible, please attempt to contact Riley, who's laying... Ach Gott, wie habe ich denn... Wie hab ich denn da gerade angeschossen? We will continually broadcast as often as we can. Das gibt's doch nicht. We don't have much time left. Butcher out. Oh, 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 oh. Sehr cool, der kämpft jetzt für mich. Ja, aber wenn ich so weitermache, habe ich nicht mehr viel Munition für die Sniper. Nehmen noch ein bisschen das Maschinengewehr hier. Ja, jetzt auf jeden Fall mal dran denken, öfter zu speichern. Sind so ein bisschen wie Orks, ne? Die Super Mutants. Ah! Der geheimnisvolle Ranger kommt, um mir zu helfen. Das habe ich geskillt. Das ist einfach eine Prozentchance, ist wie so ein Crit. Ach was, jetzt haben die echt den Roboter erlegt? Na, Arschlöcher.
Ach was? Nur 1%? Oh Mann, die halten richtig viel aus. Dieselbe schießen wir noch und dann nehmen wir uns. So. Nehmen wir hier alles mit, nehmen wir da alles mit. Ich hoffe mal, war das jetzt nur der eine Roboter oder war das jetzt nochmal ein neuer, den wir irgendwie gefunden haben? Oh Gott, ist das groß hier. Na gut, aber Krankenhäuser sind auch einfach groß. Ja, von daher ist ganz gut, dass wir wissen, wonach wir suchen müssen mit diesem, mit der versteckten Munition. Sonst würden wir das, sonst würden wir da im Leben nicht drauf kommen. Können wir nicht hier pennen? Nee. Weil es reicht hier eine Stunde lang zu schlafen, um sich komplett zu regenerieren. Und sonst würde ich sagen, dann schlafen wir eben eine Stunde. Man kann hier nicht im Schlaf überrascht werden von Gegnern. Es wäre mal wieder eine Zeit abzuschießen, ach Mann. Das ist natürlich blöd. Painting? Weißt du, ob das ein Hitzeproblem ist? Das ist zumindest immer das Erste, an das ich denke. Traders hat nur einen gleichen Buchstaben. Man sucht immer nach Wörtern, die genauso viele Buchstaben haben, wie Buchstaben korrekt sind. Also es ist halt so ein bisschen, man sagt halt ein Wort und er sagt einem, wie viele Buchstaben davon richtig sind. Und zwar sowohl die richtigen Buchstaben als auch an der richtigen Stelle. Was halt heißt, dass zwei Buchstaben in dem korrekten Wort identisch sein müssen, wie in dem Wort, und zwar genau zwei. Hier sind N und T gleich. Also das könnte es sein. Hier ist jetzt aber nur eins. Das wären jetzt immer zwei Sachen, gegen die wir es vergleichen können. Jetzt können wir Mutation gegen Mountain und gegen Painting abgleichen. Bei Mountain müsste es dann quasi ein gleicher Buchstabe sein, bei Painting zwei. Und bei Mutation sind es auf jeden Fall mehr als einer bei Mountain. Das heißt, das kann es nicht sein. Learning hat, glaube ich, hat genau einen gleichen Buchstaben, und zwar das N, das erste. Und hat aber viel mehr mit Painting gemeinsam als zwei. Was für ein Problem, ein Hitzeproblem, ob der zu heiß wird. Kaufe ich mir einen Desktop-PC? Ja, so teuer sind die auch nicht mehr. Wobei, es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Ich beschäftige mich da ja schon ewig mit und habe immer das Gefühl, ach, das kostet ja alles nichts mehr, weil früher die Rechner einfach teurer waren als heutzutage. Pony, Tail sind viel zu viele gleich als einer. Sind viel zu viele gleich als zwei oben. Dungeon ist zwei richtig mit Mountain. Rätsel finde ich kompliziert. Ja, man muss sowas ja hier relativ oft lösen und irgendwann sieht man die Sachen ganz gut. Wie fallen dir so schnell die ganzen Wörter? Nee, die müssen mir nicht einfallen. Die stehen ja, also nur die da stehen. So, ja, der wird zu heiß, weiß auch nicht, was ich machen soll.
Ja, wahrscheinlich gibt es dann nur zwei Sachen. Entweder den mal richtig sauber machen oder den Lüfter tauschen. Für beides müsste man ihn auseinanderbauen. Die stehen immer da. Ich suche mir nur das nächste Wort aus, was da immer steht. Bei Relative jetzt ist das T mit Mountain gleich. Und bei Painting ist das T gleich und das I gleich. Das heißt, das könnte es sein. Okay, das ist es. Sauber gemacht hattest du den gründlich. Und du bist dir aber sicher, dass es auf jeden Fall ein Hitze-Ding ist, ja? Unlock Med Supplies. Injury Report. Extreme Muscle Injury to Groin Error. Kann halt sein, dass der Lüfter einfach dann schon kaputt ist oder so. Oder halt irgendwo Schmutz drin, wo du nicht rankommst. Sharp pain in knees and in left arm from a fall. Worthington? Worthington? Please also note that Mr. Worthington asked for at least 8 pillows to help him sleep. And when the room was cleaned the next day after he was discharged, they were all gone. Okay, also der hat einfach nur ganz viel Zeugs geklaut. Eyes were splashed with acoustic chemicals. Caustic chemicals. Sprayed hot steam and caustic chemicals into his face and hands, causing severe burns and nerve damage. Due to the nature of his injuries, he was flown to Hopkins in Baltimore for specialist care. Sonst kann man wirklich nicht schlafen, ja. Achso, nur wenn du Hearthstone spielst. Das kann gut daran liegen, dass ich habe doch heute auch festgestellt, dass Hearthstone extrem CPU zieht. Und CPU wird halt dann gerne mal heiß. Also dann, ja. Was da, glaube ich, ein bisschen hilft, ist ein bisschen die Last zu reduzieren. Indem du das in einer niedrigeren Auflösung spielst und auf niedrigen Einstellungen. Warum ich denke, er wird zu heiß, er schaltet sich einfach ab. Ja, ich meine nur, es kann ja sein, also, hattest du mal mit einem Programm geguckt, wie heiß er wirklich wird? Weil es kann ja natürlich auch irgendeinen anderen Grund haben, dass er sich abschaltet. Aber ja, das ist eigentlich immer das Hauptding. Das stimmt schon. Okay, hier unten geht's dann in die Kanalisation. Wir wissen aber, dass die, die wir hier retten wollen, auf dem Dach sind. Von daher wäre das wahrscheinlich eher die falsche Richtung. Oft auf 100%. Ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt eine extrem gute CPU. Und bei Hearthstone geht er trotzdem immer mal auf 100%. Wobei ich natürlich sagen muss, ich rendere das halt auch noch zweimal. Einmal für Stream, einmal für Aufnahme. Ich weiß nicht, ob er auch sonst 100% ziehen würde, aber es ist trotzdem schon absurd, dass er das überhaupt tut. Ja, ich glaube, jetzt sind wir hier mehr oder weniger einmal durch, ne? Hier waren wir überall schon drin. Wir hören einen Gegner, wir sehen keinen.
Ja, da sind jetzt wieder die Supermutanten. Speichern nochmal ab. Vielleicht nochmal probieren mit der Sniper? Meinen Arsch geschossen. Zum Nahkampf nehme ich, glaube ich, nochmal das Chinese Assault Rifle. Das ist ziemlich gut. Pow! Als ob so eine Minigun nicht durch so eine Holztür kommen würde. Los! John McBeam, gib's ihm! So. Alles nehmen wir mit. Ein Gegner scheint da noch zu sein. Wir können noch mal gucken, ob wir den noch mit der Sniper vielleicht kriegen. Können die Miniguns mal zusammenfügen und die Hunting Rifles. Mach nochmal Licht aus, damit wir nicht so gut gesehen werden. Ach Gott, wie konnte ich den da daneben schießen? Dann nehmen wir nochmal Chinese Assault Rifle. Bitte schön lächeln. So, jetzt nicht mehr. Ja, wenn jetzt nicht gleich noch ein Funkspruch von denen kommt, mache ich das Radio doch wieder aus. Auch wenn das Geknister ganz atmosphärisch ist. Was Spannendes scheint hier nicht zu sein. Was soll in diesen Netzen sein? Mutilated Torso. Ein bisschen Geld. Genau, das letzte Mal sind wir andersrum gegangen. Da waren wir hier gestorben. In dieser beschissenen Mine. So, und da spielen wir nochmal unser geliebtes Minispiel, um an den Safe zu kommen. Aber wir können auch erst den Safe öffnen und dann... Ja genau, für dich gibt's Opferchips. Nur Kekse. Also die Kekse, die man immer bekommt, wenn man hier zuschaut. Eigentlich müsste ich, wenn ich nicht hasse und spiele, die Keksabgabe erhöhen. Ah, siehst du, das ist sogar eine Fallout-Anspielung.
So, dann nochmal. Shielded sind 3 richtige. Enhanced sind 2 gleiche. Paranoid. 1 gleicher. Refunded sind 3 gleiche. Okay. Also 2 Mark 3 gleiche. Das heißt, die Stats hinten muss richtig sein, oder? Sonst hatten die nichts gleich. Wobei, nee, Quatsch, muss nicht richtig sein. Kann sein, dass vorne das S und ED ist richtig und dann bei dem zweiten war das F und das ED richtig oder so. Solche Sachen gibt es auch manchmal. Für alle, die trotzdem treu sind. Kennst du das Bier Schlappe Seppel? Nee. Ich kenne auch diese unbekannteren Biersorten, da kenne ich mich echt gar nicht aus. Also auch wenn du meinst, ist ziemlich bekannt, aber nicht bekannt genug für mich. Ich kenne da wirklich nur so die bekanntesten Sachen. Ich bin da gar nicht so ein Feinschmecker, ich trinke nur viel. Shrugged könnte es sein. Okay, was man jetzt machen kann, ist, man guckt, ob man irgendwo Klammer auf Klammer zu findet. Und zwar jeweils die gleichen Klammern. Weil da kann man entweder neue Versuche kriegen. Man hat nämlich nur 4. Und wir haben jetzt schon 3 benutzt. Oder man kann damit ein paar falsche rausschmeißen. Aber hier sind nirgendwo Klammer auf Klammer zu. In einer Zeile muss es sein. Kölsch. Kölsch kenne ich gar nicht. Also nur vom Namen her. Habe ich noch nie probiert. Wie fandst du es? Okay, jetzt haben wir wieder 4 Versuche. Okay, das heißt, wir waren bei Shrugged. Dann probieren wir Injected. Zwei gleiche mit Shrugged. Nur 2 gleiche mit Refunded, wenn ich mich jetzt nicht. Wenn ich jetzt nicht eins übersehen habe. Für Bier erstaunlich erträglich. Ja klar, wenn man Bier nicht mag, dann kann es natürlich sein, dass man dann eher Kölsch mag, wenn es sehr unterschiedlich ist. Und vielleicht ist es dann genau umgekehrt, dass wenn man dann eher der Bierfan ist, dass man es dann eher nicht mag. Aber ja. Ich bin da auch nicht so wahnsinnig festgefahren, wie Bier schmecken muss. Ich trinke ja auch ganz gerne dieses ganze Craft-Bier-Zeug, was ja dann auch nochmal ein bisschen anders schmeckt. Aber ich trinke ja auch gerne alle möglichen Spiere und Malzbier und keine Ahnung. Okay, nur 2 gleiche mit Refunded. Das ist einfach mal ganz anders. Ach ja, das ist anstrengend. Das F ist gleich mit Refunded. Und das ED ist gleich bei Shielded. F ist das E gleich. Und das ED ist dann gleich. 6 von 8 infested. Okay, also es muss sehr ähnlich sein wie infested. Dann vielleicht infected. Es ist zu ähnlich, das ist nur ein Buchstabe unterschiedlich. Intended ist wieder zu unterschiedlich. Inserted. Auch 6 von 8. Intended ist es. Ne, es sind 3 verschiedene. Das T, das N und das D.
Invented könnte es sein. Ach Gott, Invented. Das hat jetzt lang gedauert. Es ist aber auch natürlich ein bisschen Glückssache, weil man überprüft ja halt, oder ich überprüfe zumindest immer die oben links irgendwie. Und oft ist es dann schon unter den ersten drei. Wenn man Pech hat, ist es halt dann erst das letzte. Na gut, da kann ich jetzt die Turrets anmachen, aber die Gegner sind schon alle platt, von daher mache ich die Turrets wieder aus. Ja, dementsprechend hat es nicht mehr viel gebracht, außer Erfahrungspunkte, aber gerade Erfahrungspunkte bringen halt viel. So, hier ist noch ein bisschen Krempel. Ansonsten sind wir aber hier erstmal durch und dann gehen wir weiter nach oben. Redet von mir. Tja, hier sind wir reingekommen. Achso, die Dinger haben wir hier auch noch nicht überprüft. Hier war noch ein bisschen Geld drin. Das wollen wir auch nicht liegen lassen. Na gut, dann gehen wir jetzt endlich nach oben. Au. Das hier schon alles angucken? Nee, ne? Hier waren wir noch gar nicht. Elf Raketen haben wir gerade gefunden. Ja, wie ich schon markiert habe, Munition wiegt hier nichts. Einfach nur, um das halt ein bisschen leichter spielbar zu machen. Damit es halt nicht so nervig ist. Und deshalb wiegen auch die Raketen nichts, was sehr cool ist. Dann kann man sich da einfach ziemlich viele einstecken. Und hat keinen Nachteil, dass man so viel Gewicht schleppen muss. Im Stream Fallout 2 gespielt? Ja, genau. Das habe ich auch durchgespielt. Fallout 3 ist riesengroß allerdings. Also ich habe, es gibt nach Fallout 3 kam noch so ein, nicht wirklich ein Add-on, aber ein weiteres Fallout-Spiel namens Fallout New Vegas. Und das habe ich im Stream auf 100% durchgespielt und ich glaube, da habe ich so... Granate! Und da habe ich, glaube ich, so ungefähr 150 Stunden gebraucht. Ich denke mal aber, dadurch, dass ich mich jetzt schon ganz gut auskenne, und das war halt auch mit 4 Add-ons noch. Das ist jetzt nur, in Anführungszeichen, das Hauptspiel. Und da ich mich schon ganz gut auskenne, nehme ich mal an, dass ich es in 30 bis 50 Stunden durchspielen kann. Wir werden sehen. Vielleicht brauche ich ja auch ewig lang. Ja, ich weiß gerade nicht, wo mussten wir lang? Hier hinten war noch was. Die hatten wir uns noch nicht angeguckt. Genau, aber eigentlich wollten wir jetzt hier mal nach oben gehen. So, wie viele Stunden habe ich jetzt schon? Ich glaube so 18 oder sowas. Kann ja mal gucken, wenn ich hier speichere, glaube ich, steht es immer da. 17 Stunden, 3 Minuten. Fallout High Pace Antrags.